So, da sind wir wieder bei XCOM Enemy Within. Ich habe neu geladen, wie bereits angekündigt. Und kann jetzt mit meinem Vorwissen, was wir uns ja gestern durch den Fehlschlag geholt haben, einmal ein bisschen intelligenter fortbewegen. So, okay. Dich brauche ich eh nicht in Deckung gehen lassen, weil brauchst du ja nicht. Da kommen sie. So. Genau das wollte ich nämlich jetzt finden. So. Könntest spaßeshalber einfach mal gucken. Ja, alle triffst. Vielleicht. Jawohl. Perfekt. Trifft alle. Komm. Mach Schaden. Sehr schön. Können wir nämlich mal relativ aggressiv direkt reingehen. 49%. Na, das ist mir noch nicht genug. Auf dem Weg. So. Du kannst den da hinten treffen. Okay. Cool. Ja klar. Wand fehlt halt, ne? Aber erstmal. Kannst du den von hier aus auch treffen? Du triffst den da hinten. Das ist natürlich nur bedingt cool. Auf Feldposten. Komm, 49%, Ramos, ich glaube an dich. Hat er jetzt echt die rechte Scheibe eingeschlagen und durch die linke durchgeschossen? Ist der irgendwie ein bisschen... Da? Daneben. Daneben. Der feuert erstmal zurück hier. Sehr gut. So muss das. Habe das Ziel im Visier. Und? Na, schade, es trifft den Schweber da oben nicht. Wobei eigentlich ist das gar nicht schlimm, weil dann explodiert sein Gedöns nicht. Na komm, geh mal Feldposten hier. So, du kannst mal eben hinter der Mülltonne in Deckung gehen. Auch wenn das irgendwie eigentlich eine relativ traurige Deckung ist, aber besser als gar keine, ne? Rücke aus! So, du kannst den da treffen eventuell. Mit 41% triffst du sogar. Sehr schön. Sehr schön. Ich würde ihn gerne dahin schicken, aber ich befürchte, dass das nicht so gut für ihn ist. Deshalb erstmal unseren Mech-Soldaten vorschicken. Bis zu 2 Schaden. Oh komm, hau mal rein hier. Ich brauche Munition. Ja, das... Okay, das frisst halt sehr viel Munition. Okay, das ist vom Prinzip her... Ja, ich würde es mit Deckungsfeuer vergleichen. Was, jetzt hast du kein Ziel mehr. Das muss ich nicht verstehen. Aber es ist halt eigentlich nicht Deckungsfeuer. Bin unterwegs. 65, 47, 37. 65, komm. Hauen wir den schon mal weg. Sehr schön. Und du kannst auf Feldposten gehen. Ich habe alles im Blick. So. Was machst du jetzt? Naja, schrei mal rum hier. Und tschüss. So, was du noch? Haust auch ab. Pff, Feigling. Feiglinge. Bestätige. Bin
Dann Ramos. Einmal nach vorne. Ja, irgendwer will dann Reflexschuss abfeuern. Das ist uncool. Oh, der trifft ja sogar. Das ist ungut. 27%. Nope. Das lassen wir mal. Gieße vielleicht mal einen Schritt weiter da rein. Du kannst mal ein gutes Stück vorrücken. Du gehst nach da vorne und lädst einmal nach. Er kann auch... Na doch, er kann sprinten. Wollte schon sagen, hatte ich mir eigentlich keine Sprintmöglichkeit. So sah es nämlich eben für mich aus. Ja, komm. Bleibst einfach mal da und ziehst mal den Kopf ein. So. Du machst da oben einen auf mysteriöser Beschützer. Kannst du das Ding eigentlich auch einsammeln? Ja, kannst du. Sehr gut. Das ist gut. Das ist sehr gut. 65% hat. Das ist nicht schlecht. So. Der schießt zwar voll daneben, aber es wäre nicht schlecht gewesen. Ja, habe ich mir auch gedacht. Sie kriegen es mit der Angst zu tun. Das ist doch gut. Dich kann ich schon mal ruhig hier hinten hinsprinten lassen. Dann kann ich nämlich dich einen Tag nach hinten setzen und die Wunde heilen. Und jetzt kannst du noch vorrücken. Keine vernünftige Deckung hier. Ich hätte aber trotzdem gerne noch zumindest einen zweiten Feldposten auf Lager. So, jetzt schießt nämlich erstmal unsere Harris voll daneben. Du schaltest erstmal auf Sniper um. So, dann wollen wir doch mal vorrücken wieder. Könntest mal dahin gehen. Immer schön an vorderster Front. Der sieht noch nicht mal wen. Gut, kann ich ihn... Ich weiß noch nicht, ob ich ihn nachladen lassen soll oder Feldposten. Ich glaube, wieder Feldposten erst einmal noch. So, Ramos, dir geht's wieder ein bisschen besser. Du lädst aber auch mal nach. So, die beiden machen Feldposten. Und unser Sniper macht Feldposten. So, Shang. Weißt du, eben bei freiem Schussfeld triffst du nicht und jetzt durch die Wand triffst du, ne? Ich hab kaum noch Munition. Ja. So, da haben wir den Mac von den Gegnern schon gehört. Begebe mich dorthin. Muss schnell nachladen. So, wichtig. Ja, du kannst ruhig da oben erstmal bleiben. Auf dem Weg. Einfach nur um die Decke gehen. Um die Ecke gehen. Du rückst mal bitte da hinten hin. Du bleibst so stehen, wie du bist. Irgendwo da hinten muss auch noch der Mutant sein. Den hätte ich ja gern mal gefunden. Ich vermute, der ist irgendwo da drin. Der Meldcontainer ist halt da hinten irgendwo. Den hat man ja, glaube ich, eben auch schon mal gesehen. Aber man weiß ja nie so genau. Ja, der hört jetzt wahrscheinlich gerade den Muten. Würde ich jetzt spontan tippen. Und da hinten ist auch das Meld. So. Petersen. Dorf. Da ist nichts. Dann. Jawohl. Einmal vorrücken.
deren ich hab die Sache im Blick. Mac noch nicht gesehen. Verstanden. Unterwegs. So, du kannst auch von hier oben mal Deckung geben. Das ist auch nicht schlimm. So, dann den Rest wieder auf Feldposten setzen. Immer wachsam, Commander. Und warten. So, da unten. Oder da ist deren Mac jetzt, ne? Da ist erstmal der Muten. So, zweimal Reflexschuss, komm. Putsch. Sie auch, okay, verdammt. Das ist uncool. Ja, das ist wirklich nicht gut. Sie ziehen sich zurück! Vorrücken! Was hast du denn? 76%? Ja, komm, dann gib ihm. Sehr schön. So wollen wir das doch. Dann kannst du mal dahin gehen. Gerade mal nachladen. Petersen. Ja, du bist nicht Petersen, ich will aber Petersen ausgewählt haben. Ich hatte wahrscheinlich gerade Ramos ausgewählt. So. Bestätige Befehl. Ah, da ist der Meldcontainer. Die Tür kannst du nicht öffnen, okay. Du kannst nachladen. Du kannst da vorne hin und die Türe öffnen. So, und ja. Harris werden wir im nächsten Zug wahrscheinlich mal ans hier andere Ende des Daches verfrachten. Einfach damit sie dann hier das freie Schussfeld hat. Du könntest dich in die Richtung vortasten. Ich muss ja sagen, ich fände es cool, wenn die mit dem Enter-Haken sich sozusagen auch über die Dächer hangeln könnten, dass das irgendwie, keine Ahnung, halbe Bewegung nur kostet. Ist ja ganz cool. Ich glaube, den Mail-Container haben wir schon verloren. Ja, haben wir. Schade. Ja, da waren wir zu langsam. So, kommst du? Der kommt sogar hier rein. Wow. Könnte lustig werden. Aber ich lasse ihn jetzt erstmal hier stehen, auf Feldposten. Gleich dann. Petersen, du deckst auch nochmal mit die Tür ab. Falls die nämlich da hinten rauskommen wollen. Oder von da kommen einfach noch deren Mac und so. Aliens den Sektoiden, mit dem wir es bereits zu tun hatten, in eine Art mechanische Körperpanzerung gesteckt. Aller Wahrscheinlichkeit nach, um seine Kampfkraft zu steigern. Wir sollten allerhöchste Vorsicht walten lassen. Ach komm, Shang, was soll denn das? Verflucht! X-Rays rücken vor, sie flankieren uns! Entdeckung! Daneben! Kontakt! So, ja, die wollen dann. So. 100% 80 Crit. 100% 20 Crit. Oder 100% 80 Crit. Ich mach mal den hier. 12 Schaden. Sehr schön. So, Doc. Du rückst mal da in die Ecke. Triffst natürlich. Also siehst nichts. Schade aber auch. Drücke aus. So, 100% 70 Crit. Komm. Sehr schön. So muss das. Petersen ist flankiert. Das gefällt mir nicht. 64%. Ja, komm. Trifft nicht. Verdammt. So, damit die da noch nicht treffen können. 81%, komm.
Ja, schade, leider nur 6 Schaden. Das ist zu wenig. Ja, wissen wir. So, machst du jetzt. Nö, du schießt, okay, du triffst nicht. Gut. Sehr gut. Komm, was denn? Na, schade. Das wäre schön gewesen, wenn er den jetzt getroffen hätte. Und der schießt auch nach oben. Verdammt. Mit Schrift sogar. Das ist ungut. Das gefällt mir nicht. So, dann schalt doch mal den da hinten bitte aus. Dankeschön. Ja, das ist ein geringeres Problem. Kümmern wir uns gleich drum. So, 73%, komm, das ist doch drin. Sehr schön. Ramos kann nur bis hier vorne laufen. Da fängt schon Sprinten an. Gehe zum Angriff über. Dann brauchen wir aber gerade den Sprint mal. Die Tür aufmachen bitte. Und na, du könntest dich da reinstellen und nachladen. Muss schnell nachladen. Und Petersen kann mal wieder da in Feldposten gehen. Dann haben die schön die Tür hier in Deckung, in Sicht. Und wenn der Max sich gleich da zeigen sollte, auf die Idee kommen würde, einmal kurz zurückziehen und nachladen. So, du kannst mal dahin gehen. Vielleicht siehst du ihn. Nö, du siehst ihn nicht, aber du kannst auf Feldposten gehen. So. Du gehst bitte vor und machst die Tür auf. Das sehen wir ihn doch schon. 65%. Oh, komm. Er trifft natürlich nicht. Irgendwie hatte ich es nicht anders erwartet. In Bewegung. Verdammt, Reflexschuss. Nein, 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 nein. Bitte nicht treffen. Verdammt. Ungut, ungut, ungut. Komm. 100%. Aber nur 10% Crit. Ah, schade. Okay, der wird ihn jetzt nicht töten. Genau das habe ich befürchtet. Gut, dann Shang. Du stellst dich mal bitte davor. Und 100%. So, komm mal weg. Boom. Mechtoiden-Plasma-Mini-Kanone. Einen längeren Namen hätten die sich auch nicht ausdenken können, oder? Okay, Ramos ist nur kritisch verwundet. Kein Stress. Warum das Ding auch gerade kaputt gegangen ist, weiß keiner. Runter. Petersen. 21% nur. Ah, komm. Dann gibt es zumindest mal ein bisschen mehr Genauigkeit. So, du kannst da vorne hin. Und kannst dem Typen dann mal voll einen reindeutzen. 100%, komm, weg. So, das dürfte es gewesen sein, oder? Jawohl. Ja, wir haben leider einen Meldkanister verloren, aber gut. Ramos ist mal wieder schwer verwundet. Ich glaube, der wird nie groß über den Rang eines Soldaten hinauskommen, weil er dauernd einfach nur verwundet wird. Befürchte ich zumindest. Nee, doch nicht. Ha. Er wurde zum Corporal befördert. Sehr schön. Taktikverständnis oder Aggression? Ich bin für Aggression. Einfach, weil ich gerne kritische Treffer lande. Captain Harris, Scharfrichter. Plus 10% Zielsicherheit gegen Ziele mit weniger als 50% Gesundheit oder Opportunist entfernt die Zielverschlechterung beim Reflexschuss und ermöglicht ihm kritische Treffer. Ich bin immer noch für den Opportunisten zu haben. Und der Lieutenant
Medikits können kritische verwundete Soldaten mit 33% ihrer maximalen Gesundheit wiederbeleben, statt nur zu stabilisieren oder halt ein Deckungsfeuer. Ich bin für die Wiederbelebung, einfach weil wir dann nicht mit nur mit einem Soldaten weniger, sondern mit den gesamten Soldaten. Jetzt können wir auch die Mechtoiden autopsieren, das ist gut. Panik in ganz Afrika und in ganz Asien, das ist so nervig. Ja. Wir behalten sie im Auge. Müssen noch ein bisschen warten, bis unsere nächsten Satelliten online gehen, aber wir könnten noch ein Satellitenkontrollzentrum bauen. Satelliten-Nexus brauchen wir noch zu viele Ingenieure und es kostet zu viel. Deshalb nochmal das beginnen, das dauert weitere 14 Tage. Ist also demnach trotzdem vor dem nächsten Ratsbericht. Ja, Panik in Südafrika und Panik in Nigeria. Panik in Indien, Panik in Australien. Oh Gott, viel zu viel Panik. Oh Gott, Ratsbericht in 22 Tagen. Ja, bis dahin haben wir ganz viele Satelliten und so. Wir haben die Plasmakanone erforscht. Plasmakanone zur Herstellung verfügbar. Ja, Plasmakanone. Der gebündelte Plasmastrahl macht diese Kanone zu einer ausgezeichneten Waffe gegen UFOs. Er richtet schweren Schaden auf große Entfernungen. Ich glaube, das war auch die beste Waffe. So, jetzt können wir uns das Plasmagewehr holen. Oder halt die Autopsie erstmal. Dieser robotisch-kybernetische Kampfanzug ist auf einen Sektoiden-Piloten zugeschnitten. Offenbar stört die Kybernetik des Anzugs die mentalen Kräfte des Sektoiden so. Das sollten wir berücksichtigen, falls wir uns entscheiden, diese Art Technologie auch bei unseren eigenen Soldaten anzuwenden. Es ist uns leider nur gelungen, das Kernstück des Anzugs zu bergen, obwohl auch die Leiche des Piloten unversehrt blieb. Die Konzeption des Ganzen erscheint mir sehr interessant. Eine äußerst gelungene Mischung aus hoher Flexibilität und außergewöhnlicher Festigkeit. Ja, mal gucken, was uns diese Autopsie bringt, aber ihr und ich, wir werden das erst in der nächsten Folge erfahren, Freunde. Nicht laden, bitte. Spiel speichern. Danke. So. Und damit bis zum nächsten Mal, Freunde. Ciao.